Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays der Offsheet Grave Instanz. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich den Minenbereich jetzt beendet. Ja, ich hätte vielleicht mal meine Sachen aus dem Rucksack rausnehmen sollen. Na gut. Dann räume ich das Zeug jetzt alles weg. Genau, wir haben ja am Ende der vergangenen Folge nochmal überlegt, wie wir jetzt weiterverfahren. Und daran würde ich es auch wirklich festhalten. Also wir kümmern uns jetzt so um unser Wohnhaus. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Das kommt ja dann da links neben den Kornspeicher hin. Und wie im Video auch schon gesagt, würde ich dann ganz gerne noch einen kleinen Hühnerstall mit dran setzen. Damit wir eben auch ein paar Tiere hier im Dorf dann haben. So viele sollten das natürlich nicht sein. Also so viele Tiere allgemein. Ja, wir müssen aber mal gucken, wie weit wir kommen. So. Verarbeitetes Zeug, das auch. Das auch. Und den auch noch. Diorit haben wir da. Wunderbar. So, Erdö ist da drin. Das andere ist die Wurzelerde. Doch, war doch richtig. Zack. Wurzulus Erdus. Ja, wo tue ich jetzt den Schnee hin? Können ihn erstmal zu Schneeblöcken machen, damit er nicht so viel Platz wegnimmt. Zack. Und es regnet. Okay, es gewittert. Dann sollte ich vielleicht mal schlafen, nicht, dass mir das Gewitter irgendwas anzündet. Andererseits, so ein paar Skelettreiter wären vielleicht auch nicht schlecht. Naja, gut. Jetzt hat sich das erledigt. Zack. Und zack. Und den auch nochmal. Wusch. So. Habe ich schon. Na gut, das ist jetzt Wolle und kein Schnee. Apropos Wolle. 1, 2, 3. Ich hatte ja auch überlegt, was wir vielleicht in den Kornspeicher ein bisschen. Ein gelbes Bett reinstellen. Was sind eigentlich meine Blumen? Habe ich zufällig drin? Nee, habe ich nicht. Okay. Das kommt da runter. Das Boot brauchen wir gerade nicht. Genauso wenig wie die Scheren. Boot kommt damit rein. Zack. Die Schaufel brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. Kommt auch wieder hier mit rein. Wasser einmal auch. So, dann brauchen wir noch. Eins, zwei, drei. Genau. Basteln wir uns erstmal ein gelbes, Quatsch, ein weißes Bett. Und das kann man ja jetzt mit gelber Farbe ganz einfach einfärben. Ja, nehme ich vielleicht den hier schon weg. Oder den da. Nehmen wir den. Zack. Wow, wunderbar. Machen wir das jetzt im gelben Bett. Zack. Perfekt. So, und wo setzen wir das jetzt hin? Oh, vielleicht hier. Zack. Jetzt kann man im Heu schlafen. Okay. Dann passt das halt auch soweit. Mir ist gerade eingefallen, dass wir da hinten auf der im Minenbereich noch gar nicht unter den Bäumen die Blöcke ersetzt haben. Da muss ja eigentlich noch Wurzelerde und grobe Erde hin. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Ach ne, das ist ja jetzt beides oben. Das ist ja jetzt beides hier. Wurzelus und Grobus. Boing, boing, boing. Ja, schon schön, wenn man hier so hinkommt.
Ah, toll. Okay, dann kommen hier die Blöcke mal weg. So, und da vielleicht noch. Und hier. Und da. Da vielleicht. Ja, doch, das ist eigentlich eine gute Form dafür. Auch wenn ich nach wie vor, wenn ich so ganz sicher bin, ob da vielleicht Potzol besser passen würde. Naja, gut. Spielt jetzt auch keine Rolle. Das Ding hat seinen Bereich. Wunderbar. Und die kleine Tanne hier hinten natürlich auch noch. Da können wir jetzt natürlich nicht so viel wegnehmen. Wir hören das Feuer brutzeln. Na, kommt den da hinten sicher noch an. Genau. Zack. Und zack. Und zack. Okay. In Ordnung soweit. Wir könnten den da vielleicht noch ersetzen. Und den vielleicht noch. Ja. Jetzt passt das. Gucken wir von der anderen Seite nochmal, ob das wirklich in Ordnung ist. Ja, ist alles gut. Perfekt. Dann nehmen wir uns mal den Rest hier aus der Kiste mit. Beziehungsweise aus dem Fass war das, glaube ich. Ja, war doch eine Kiste. Okay, Granit. Und nehmen wir das Zeug hier auch nochmal mit. Zack. Und zack. Okay. Jetzt sind wir mit dem Minenbereich wirklich fertig. So. Dann räumen wir das ganze Zeug gleich nochmal weg. Farbe. Ich hatte doch irgendwo schon mal Farbe hingetan, oder nicht? Na gut, tun wir das damit hin. Die Samen können eigentlich weg, die brauche ich jetzt gar nicht. Ich bin gerade schon ein bisschen planlos. Das ist schwarz, echt, das kommt darüber. Das Laufwerk müsste eigentlich da mit rein, aber ich habe gerade gar nicht genug Platz. Na gut. Da kommt es damit hin. Zack. So, Wurzel und grob. Dann haben wir noch normale Erde und Granit. Erde. Da haben wir Granit. Dann können wir die Kiste wieder da rein tun und die Steinsäge brauchen wir jetzt vielleicht. Ja, die brauchen wir. Wir machen da auch wieder so ein tolles Fundament. Also Stein aus Segus. Jo. Hängen wir da hin. Nom nom nom. Ein bisschen was essen. Gut, weiter geht's. Da haben wir so. Okay, da haben wir schon voll Stack. Wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir hier irgendwo einen Komposter hätten. Dann könnte ich das eigentlich gleich kompostieren. Na gut, schmeißen wir es weg. Umweltverschmutzung. Nee, ist Fischfutter. So. Dann gucken wir mal, wie viel Schalamm wir noch haben. Nee, wo habe ich das denn getan? Hier, okay, fest. Na, viel ist das ja nicht. Ja, müssen wir noch ein bisschen Schlamm herstellen, was? Auch wenn mir das ehrlich gesagt jetzt nicht so gefällt.
Das dauert so lange, bis wir damit fertig sind. Naja, Schaufel. Schaufel. Machen wir vom Eis aus, dann kommt man schneller an das Wasser. Ein bisschen Erde lang, die wir dann gleich zu Schalamm machen können. Okay. Schlamm, Schlamm, Schlamm. Das dauert jetzt leider ein bisschen. Aber es muss halt sein. Nein! Was mache ich denn? Vielleicht soll ich die Schaufel da wegnehmen. Dann passiert mir sowas auch nicht. So, weiter geht's. Ja, und so wie es aussieht, darf ich mich auch gleich mit Monstern hauen. Wird eigentlich mal wieder Zeit, ne? Schon ziemlich lange nichts mehr passiert in der Richtung. Ups. So, zack. Und weiter geht's. Ihr könnt mir eigentlich ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon aus Schlamm gebaut habt. Oder aus den hier aus den Schlammziegeln. Oder was ich da allgemein so für Ideen habe, was man damit machen könnte. Da bin ich auf jeden Fall offen für. Na. Haben wir es ja gleich. Oh, Mensch. So. Was mache ich denn hier ständig? Ich scroll zu weit. Ach ja. Wobei das Mausrad gerade sowieso ein bisschen zu hängen scheint. Naja, gut. Was soll man da erwarten? Die Maus ist jetzt auch schon. Puh. Wie alt ist die jetzt? 2010 habe ich die, glaube ich, gekauft. 2010? Ja, doch, kommt hin. Ah, das ist schon 12 Jahre alt. Ah. Na gut, schluck, schluck. Okay, dann brauchen wir jetzt die Schaufel, damit wir den ganzen Schalam wieder wegnehmen können. Schlamm? Da oben Schlamm. Gut, dann müssten wir eigentlich gleich einen Stack Schlamm haben. Oh, das ist mit Shadern so schön, dass sich Eis so wunderbar spiegelt und ah, echt toll. Okay, da kriegen wir schon den ersten Spinnenbesuch. Ich glaube, ich spinne. Haben wir es ja gleich. Okay, einer müsste noch irgendwo rumliegen. Da ist er. So, Spinne, komm her. Na komm. Put, 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 put. Hab ich dich. Wer will, wer hat. Nee, Creeper auf dem Eis? Na, das sollte man nicht machen.
Na, wo seid ihr denn? Skelett. Ah, zwei Skelette. Naja, auf dem Eis ist das vielleicht auch nicht so das Wahre. Ich hatte mein Schild gehoben, was soll das denn? Ja, auf dem Eis kann man allgemein nicht ordentlich kämpfen, also das würde ich echt keinem raten. So, Spinne, komm her. Man rutscht halt einfach viel zu doll. Gegen Zombies und Spinnen ist es kein Problem, aber Skelette und Creeper lieber nicht. So, uppala, da ist noch ein Zombie. Aua. Ja, vielleicht soll ich mal was essen hier. Nicht, dass ich schon wieder sterbe. Okay. Na, wer will, wer hat noch nicht? Ja, das Dorf hier ist echt dunkel, ne? Spinnen. Und ein Creeper-Mann. Och nein. Kein Baby-Zombie. Geht weg. Na komm, geh weg, du blödes. Ach, ich treffe den Typen echt nicht, ne? Jetzt haben wir es. Das ist auch ein Krampf manchmal. Jetzt haben wir natürlich wieder so ein wunderschönes Loch hier drin, was mir nicht gefällt. Das stopfen wir dann nachher. Wenn der Tag wieder anbricht. Müsste doch eigentlich. Naja, dauert noch ein bisschen. Na komm, Spinne. Komm, 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 komm. Ich hätte vielleicht mal was essen sollen vorher. Gut, dann futter ich jetzt mal was. Moment. So, Creeper, komm her. Komm, Creeper. Ich habe gesagt Creeper, nicht Zombie, du blödes Vieh. Was ist denn hier los? Ich will mich um so einen Creeper-Mann kümmern und... Ach, das... Das muss jetzt echt wieder sein, ne? Das nächste Loch. Und dafür kann ich nicht mal was. Oh Mann. Naja, noch haben wir Erde. Nochmal was essen. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Hallo? Ah, ich tue mal ein bisschen was raus, ja. Zack. Na, kommt doch mal her. Jetzt wollen sie alle nicht mehr, oder wie? Ja, sind sie jetzt auch der Meinung, zwei Löcher bei mir in der Base sind genug, oder was? Da ist ein Creeper-Mann.
Geh weg. Geh weg. Das war ja wieder so klar. Na gut, machen wir vielleicht lieber das als Thumbnail. Dann haut euch mal gegenseitig. Ich treffe das Skelett nicht mal, ey. Okay. Was? Ja, Spinne, ich hab dich gehört. Beziehungsweise eigentlich eher mein Hund. Der knurrt immer so schön. Knurr. Na, wo bist denn du? Hallo? Ach, ernsthaft? Versteckt sich das Skelett im Wasser? Das kann ich doch nicht machen. Aber nochmal was kauen. Nom nom nom. Wunderbar. Dann stopfen wir nochmal eben bei den Löcher. So. Da müsste ich auf jeden Fall auch mal gucken, wo jetzt der Baum flöten gegangen ist, damit wir das Zeug auch nochmal wieder reparieren können. Naja. Jetzt wird erstmal das ganze Zeug weggetan. Und das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht mehr. Ja, ich merke schon wieder, dass ich zu viel sabbel. Ich kriege wieder Halskratzen. Ein Schild hat uns abgepflückt. Gucken wir gleich mal wovon. Die Taverne, die Schmiede. Ne, die Kapelle. Ja. Kapelle. Also ich würde hier keine richtig dicke Kirche reinsetzen, weil das hier bloß ein kleines Dorf hier ist. Auf der Seite. Kann sein, dass hier auf die andere Seite des Berges noch ein größerer Teil hinkommt oder eine richtige Stadt. Das müssen wir einfach mal sehen. Aber hier kommt bloß eine kleine Kapelle hin. Eben passend zum, was mache ich denn hier? Passend zum Rest. So. Die Erde brauchen wir jetzt gleich. Nehmen wir uns sicherlich auch noch ein bisschen mehr mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen, aber wir brauchen auf jeden Fall was. Die Kartüfte können wir hier reintun erstmal. Okay. Auf, auf. Füll das Loch. Na komm. Zack, fertig. Und hier auch nochmal. Das Loch hinten im Wald würde ich jetzt immer drinnen lassen, da bin ich zu weit von entfernt aktuell. Das interessiert mich also noch nicht. So, zack, auch weg. Das ist jetzt kein durch mich entstandenes Loch, aber ich würde sagen, dass das ja trotzdem weg, na, so geschüttet wird. So. Das war zu viel. Jo. Irgendwie gefällt mir die Ecke hier noch nicht. So. Ja, schon besser. Jo. Perfekt.
Und hier setzen wir dann das Haus dann. Schaufel haben wir jetzt nicht dabei, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Ich würde sogar sagen, wir beenden das Video jetzt für heute erstmal. Ich weiß, jetzt ist nicht viel passiert, das war einfach bloß der Kampf in der Nacht, aber gut, und wir haben ja ein bisschen Schalam uns dran geschafft. Ja, okay, dann bringe ich die Rohstoffe nochmal her und dann beenden wir das Zeug auch soweit. So, ein paar Kisten. Was brauchen wir denn? Wir brauchen. Ah! Nee, ich muss ja erstmal das Zeug noch zu Schlamm verarbeiten. Das darf ich nicht vergessen. Habe ich noch genug Getreide hier? Ja, perfekt. Zack. Und zack. So. Also, wir haben. Ja, hängen wir unser Baumaterial einfach mal hier an die Wand. So. Wir haben das Zeug. Das Haus wird auf jeden Fall ein bisschen kleiner als das Lagerhaus. Also von der Höhe her wird es nicht ganz so hoch. So. Die Erde kann wieder weg. Zack. Was brauchen wir noch? Wir brauchen kein Kobbel, wir brauchen aber Clean Stone so ein bisschen. Brauchen wir vielleicht doch Kobbel? Ne, ich denke nicht. So, aber den Clean Stone an sich brauchen wir auch nicht, sondern eher die Ziegel da draus. Und die Ziegeltreppen vor allem. So, ja, ein bisschen Holz vielleicht wäre nicht schlecht. Das Zeug und das Zeug und das Zeug natürlich auch. Die Stickies nehmen wir auch nochmal mit. Das und ein bisschen Fichte. Vielleicht ein bisschen mehr Fichte und davon auch nochmal ein bisschen was. Okay, wo haben wir angefangen? Da haben wir angefangen. Dann kommt da Stein rein und hier das Holz. Zack. Das Werkzeug. Was brauche ich noch? Ja gut, ich bräuchte theoretisch noch Glas für die Fenster. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Fenster wir hier reinsetzen. Dementsprechend bleibt das erstmal so, wie es ist. Was brauchen wir noch? Ich glaube, jetzt haben wir alles soweit. Für die Inneneinrichtung mache ich dann eine. Also. Da gucken wir erstmal, wie das Gebäude dann am Ende aussieht, damit wir uns da entscheiden können. Ja, lassen wir da. Okay, dann bedanke ich mich dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn hier nicht so viel passiert ist. Ich werde mich jetzt offscreen nochmal kurz um die Felder kümmern, dass wir wieder ein bisschen Getreide und ein paar Karotten haben. Und Zuckerrohr, beziehungsweise Papier. Und. Genau, dann geht's im nächsten Video an unser Wohnhaus mit dem kleinen Hühnerstall. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.